Sie sind verhaftet. Oh nee. Wenigstens Einzelzimmer. Was? Ja, ein bisschen Luxus wie All-Inclusive-Hotel. Und genau das wird heute passieren, denn ich werde die nächsten 24 Stunden leben wie ein Gefangener. Auch ich weiß heute noch nicht so wirklich, was passiert. Aber alles, was ich weiß, dass es heute funny wird. Ich habe nämlich nach neuen Videoideen gesucht und fand es irgendwie interessant, mal in diese Gefängniswelt einzutauchen. Und jetzt hört zu, denn in diesem Video werden wir nicht nur ein Gefängnis bauen, wir werden da auch einziehen, wir werden den ganzen Tag lang essen wie Gefangene. Ich habe da extra so Speisepläne von so Gefängnissen rausgesucht. Ich habe DIYs rausgesucht von Leuten, die mal im Gefängnis waren und mit ganz wenig Sachen machen. Ja, ich weiß auch noch nicht genau, was dieses Video wird, aber darum geht es ja auch ein bisschen, oder? Nee, doch. Ich glaube echt, bevor ich hier irgendwas anfange und mein Gefängnis baue. Ich meine, so stylisch, wie ich gerade aussehe, kein Gefangener aussieht. Übrigens, kleiner Disclaimer, in diesem Video diskriminiere ich keine Gefangenen. Andererseits haben die ja was Schlimmes getan. Trotzdem sind sie Menschen und haben obviously Respekt verdient. Aber ich möchte halt auch heute mal erleben, wie das so im Gefängnis ist. Seht ihr dieses Video einfach als Entertainment? Meine Güte. So stylisch sieht ja kein Gefangener aus. Deswegen ziehe ich mich jetzt erstmal um. Dafür habe ich was bestellt. Und zwar, wobei, nein, eigentlich beginnt die Reise ja früher. Erstmal muss ich ja was verbrechen. Was soll ich verbrechen? Was kann man so verbrechen? Was sind die Top-Verbrechen? Nein, das ist alles zu schlimm. Die, die mein letztes Video geschaut haben, ihr wisst, was Chichi Love alles mitmachen musste im letzten Video. Sie musste durch die Hölle gehen. Und das wegen mir. Warum lache ich so hässlich? Naja. Oh mein Gott, ich schwöre, das wollte ich nicht. Ach, Chichi Love. Chichi Love darf ich im Gefängnis auch nicht besuchen, weil sie möchte mich nicht sehen. Naja, war das das denn überhaupt? Ein Schlüpfer? Hey, das ist voll stylisch. Oh, ich wäre so ein süßer Gefangener. Naja, weiter geht's. Ich mache das hier alles für Chichi Love. Ich bin 0815. Beleidigende Nummer. Will nicht 0815 sein. Safe, ich würde im Gefängnis damit gemobbt werden. Mach kurz ein paar Selfies. Kann man statt Gefängnisbildern einfach Selfies machen? Weil ich glaube, ich... Au, au, au. Au, das ist elektrisch geladen. Ich glaube, ich ziehe das echt drüber. Das ist noch geiler. Auf die habe ich ja gar keine Lust. Oha. Was mache ich wieder hier? Wirklich? Wie sehe ich bitte aus? Outfit-Check. Hier irgendwie süß. Cute. Ich würde das Gefängnis so slayen. Alles für Chichi Love. Wir wollen keine Zeit verschwenden. Ich baue jetzt mein Gefängnis. Was ist das bitte für eine Frisur? Hoffentlich haben die dann Rossmann. Ich habe auch extra ein bisschen meinen Bart wachsen lassen für den Vibe. Ich dachte halt, dass ich das Gefängnis gerne auf. Habe ich hier so ein schwarzes Tuch? Sieht jetzt nicht aus wie Alcatraz, aber jetzt kommt die Hyperidee. Dass ich da jetzt so Gitterstäbe dran bastel. Es wird ein bisschen Ghetto. Wir machen uns auch später Tattoos. Jetzt klebe ich diese Gitterstäbe einfach aneinander. Ich glaube, ich bin der erste Gefangene auf dieser Welt, der sein eigenes Gefängnis baut. Gefängnisse auf dieser Welt sind eh so unterschiedlich. So in den USA hatte ich einfach nur Angst. Aber ich habe gehört, in Schweden sind die voll Luxus. Den ersten Gitterstab. Hä, ist ja voll geil. Ja, super. Oh, das ist echt ein bisschen verbogen. Da wollte schon jemand ausbrechen. Ich mach mal weiter. Wow, sieht das Ghetto aus. Aber es erfüllt seinen Zweck. Oh, nicht wirklich. Bevor wir jetzt zu unserem allerersten, darum sieht es irgendwie stylisch aus. Bevor wir jetzt zu unserem allerersten Gefängnisessen aus dem JVA-Speiseplan, den ich mir rausgesucht habe, verzehren werden, machen wir erstmal Mugshots. Ihr wisst ja, wenn man gefangen wird, als würde man so jeden Tag gefangen werden. Aber da werden so Gesichtsbilder gemacht, wo man auch voll hot drauf aussehen kann. Und ich hoffe halt auch auf meinen werde ich jetzt hot aussehen. Ob die im Gefängnis auch ein Ringlicht haben? Dürfen die im Gefängnis überhaupt so posen? Ja, safe. Duckface. Auf jeden Fall noch so eins. Das ist mein Lieblings. Haben die nicht immer so Blätter in der Hand? Der eigentliche Grund, warum ich verhaftet bin, ist ja Chichi Love. Aber ich möchte, dass die... Nein, ich möchte nicht zoomen, aber ich möchte, dass die anderen Insassen denken, dass ich verhaftet bin, weil sexy. Oh mein Gott, dieses Video. Nee, eigentlich muss es heißen, verhaftet, weil basic. 0815. Ist Seitenprofil süß? Mag mich nur von einer Seite, wer kennt's? Das müssen die Wärter ganz schnell löschen. Ich hoffe, die Polizisten, die hier arbeiten, suchen sich auch wirklich das schönste Foto von mir raus. Oder ihr Photoshop. Das sollen die mal auf ihrem JVA Instagram posten. Es geht jetzt zum Essen. Ja, der Gefangene muss sich sein Essen selber machen. Wollen die, dass ich verhungere? Jetzt weiß ich, warum Gefängnisleben kein Spaß ist. Kaffee, Brot, Margarine und Käse. Gib mir gleich Pappe. So habe ich mir Gefängnis nicht vorgestellt. Ich habe gerade geschaut, das Mittagessen wird ein bisschen besser. Zum Glück. Oh, die Käse ist so geil. Ob man da zwei Scheiben bekommt, esst ihr auch manchmal eine Scheibe einfach so. Gefängnis, doch geil. Ich gehe mal davon aus, Wasser darf man auch trinken. Aber zu einem Käffchen sage ich nie nein. Wie ich mir Gefängnisarbeit vorstelle. Im Gefängnis
Gefängnis gibt's Eislatte, oder? Just prison things. Okay, es reicht. Die hätten in diese Gefängnisanzüge wirklich mal Hosentaschen machen können. Da passt ja nicht mein Handy rein. Ja, direkt nach dem Frühstück kommt das Mittagessen, weil was anderes hat man ja nichts zu tun außer essen. Falsch gedacht. Und zwar habe ich auf TikTok so ein paar Prison-Tutorials gefunden. Also Leute, die schon im Gefängnis waren, die jetzt erklären, wie man aus den einfachsten Sachen Dinge machen kann, um eben seine Zeit zu vertreiben. Praktisch, würde ich sagen. Und zwar hat sich eine Frau einfach Farben zum Malen gebastelt. Und zwar aus Skittles. Da ich jetzt keine Skittles habe, haben die im Gefängnis Skittles? Nehme ich jetzt einfach M&M's. Die erste Farbe, die wir machen, wird Orange. Dafür kommen Orange und Smarties jetzt hier rein. Dazu geben wir so ein bisschen Wasser. Kram ist da direkt drin. Ich mix das alles um mit Wattestäbchen. Oh ja. Erstmal müssen wir die Farbe von den Dingern bekommen. Und dann kommt noch unser Special Ingredient. Oha. Unsere Smarties sind jetzt einfach vollständig weiß. Ob die noch nach Smarties schmecken? Aber nee, irgendwie ist es eklig jetzt. Essen. Aber irgendwie will ich auch probieren. Nein, Spaß, schmeckt normal. Aber das ist ja noch keine Farbe, deswegen muss da jetzt Lotion rein. Soll das halt so ein bisschen dicker machen. Was sollen wir denn machen? Das sieht so eklig aus. Okay, erster Strich. Hä, warum ist es so kacke? Farbanteil ungefähr 0,01%. Boah, Mann, ey. Leonardo da Vinci werde ich damit nicht. Tutorial ist ja voll der Fail. Und du bist der Grund. Nein, Spaß. Warum habe ich... Ich darf es überhaupt nicht sehen. Mist. Oh mein Gott, ich habe ja noch diese Handschellen. Arrest me. Oh Gott, ging die leicht auf. Schön war's. Ich glaube, dass ein großer Teil vieler Gefangener im Gefängnis Sport ist. Da kann man sich mit sich selbst beschäftigen und man tut noch was Gutes für seinen Körper. Gott, da ist eine Nachbarin, die denkt bestimmt, sie wohnt gegenüber von der JVA. So, und weil Gefangene so gerne Sport machen, mache ich jetzt 5 Liegestützen. Zeit für Sport! 1, 2, 3, 4, irgendwas piekst hier. Officer, können Sie erstmal im Gefängnisanzug bitte den Tag schneiden, der piekst. Ein großer Punkt ist, glaube ich, im Gefängnis, wie ich die ganze Zeit so von Gefängnis rede, ich habe überhaupt keine Ahnung. Man hat, glaube ich, eine Identitätskrise. Man möchte so individuell werden, wie man möchte. Was lache ich eigentlich? Ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum viele Gefangene Tattoos haben. Und deswegen habe ich mir Tattoos bestellt. Bevor wir uns da jetzt was aussuchen, machen wir aber erstmal das Mittagessen. So Bock und Hunger. Und zwar stand auf dem JVA-Speiseplan als Mittagessen Kartoffeln, Hühnchenbrustfilet, Currysoße und Salat. Das klingt eigentlich ganz nice. Hühnchenbrust, Kartoffeln habe ich auch extra besorgt. Ich habe so einen Fertigsalat geholt. Sorry. Ich bin jetzt hier bei der Essensausgabe. So, ganz wichtig. Lecker Salat für die Vitamine. So richtiges wholesome Food. Und Currysoße. Kommt nichts raus. Oh. Passt. Wäre nichts mehr für die anderen Häftlinge da gewesen. Es kommt ja später noch Abendessen, gell? So viel besser als das Frühstück. Das schmeckt richtig gut. Aber stopp, ich möchte Gefängnis nicht so verharmlosen, gell? Also. Leute, kommt nicht ins Gefängnis. Es ist ja einfach ein Video aus Entertainment. Hey Leute, ich bin jetzt im Bad und willkommen zu meiner Gefängnisroutine. Meine Morgenroutine sieht erstmal so aus, dass ich halt meine Haare mache. Dann kommt mein kleines Hütchen auf. Ich habe auch verschiedene Styles, den Hut zu tragen. Wir machen jetzt Gefängnistattoos. Mal gucken, was es da so für Motive gibt. Oha, sind die ästhetisch. Ich habe die irgendwo online bestellt. Was will ich denn hier? Das ist so cute. Ich möchte ein Handy-Tattoo, weil ich habe ja im Gefängnis eigentlich kein Handy. Ich mach die jetzt dahin. Hier so drauflegen. Fitnessstudio wird peinlich. Nein, ich muss ja erst abziehen. Ich darf ganz lange draufhalten. Im Gefängnis hat man ja auch kein Handy und kein Social Media, gell? Ihr habt's, deswegen könnt ihr mir trotzdem auf Instagram folgen. Wenn ihr es noch nicht tut. Oder dann. Natürlich, was noch cooler ist. Teil meiner WhatsApp-Gruppe werden. Die habe ich euch unten verlinkt. Geht einfach mal rein und aktiviert die Glocke und ihr kriegt immer Nachrichten von mir. Ist es jetzt fertig? Nein. Was ist das denn? Flop. Dann probiere ich mal das hier. Ich hoffe, der Stern geht jetzt. Auch der geht nicht. Ich bin total genervt. Ja, was soll denn das? Ich muss jetzt kurz was sagen. Irgendwie kam dieses Tattoo doch. Guck mal. Es hat sich irgendwie entwickelt oder so. Ich bin aufgewacht und auf einmal war es da. Wie geht das bitte? Das sieht so echt aus. Mich haben Freunde sogar heute schon darauf angesprochen, weil es halt einfach so echt aussieht. Ich weiß nicht, wie hartnäckig das ist. Vielleicht habe ich es für immer. Update, der Videodreh ist jetzt tagelang her und das Tattoo ist immer noch da. Ich verstehe nicht, was da drin war. Es macht mir so ein bisschen Angst. Ich hoffe so, dass es weggeht. Ich hätte ein besseres Motiv auswählen sollen. Bevor wir jetzt herausfinden, was wir heute als Gefangener zu
Abendessen, habe ich ein Tutorial gefunden, wie man als Person, die Make-up trägt, im Gefängnis mit einfachen Sachen Make-up herstellen kann. Dafür brauchen wir einfach nur, ich trage selber kein Make-up, aber was soll man sonst testen? Also, bisschen Mehl. Jetzt nimmt man sich Cola. Erstmal probieren. Darf ich das überhaupt? Mist! 10 Jahre mehr sitzen. Bisschen Cola kommt da jetzt rein, aber nicht viel, meinte sie. Und jetzt mixt man. Nein. Nein. Da muss mehr. Ja. Also es ist irgendwie so ein Haferbrei. Aber okay, jetzt haben wir so eine Flüssigkeit, die tatsächlich auf die Haut kann. Zum Färben hat sie zum Beispiel ein bisschen Kakaopulver genommen. Je mehr oder weniger kann man da reinmachen, was für eine Hautfarbe hat. Ja, okay, und das müsste es jetzt sein. Jetzt ist es auf jeden Fall fester. Sieht halt aus wie ein lecker Schokopudding. Also diese Prison Tutorials sind echt flop. Macht man als Make-up-Guru nicht immer so Swatches? Das sieht aus, als hätte ich Schokolade genascht. Also, ja. Nee. Einfach nee. Ich meine, es deckt, es ist halt nicht meine Hautfarbe. Aber ich kann mir vorstellen, dass man mit ein bisschen Talent sich damit schminken kann. Na ja. Update, ich hab's abgemacht und es fühlt sich so komisch jetzt an. Bestimmt hat das mit meiner Haut reagiert oder so. Das ist jetzt ein Spaß, oder? Tee, Brot, Margarine, Thunfischsalat. Mann, ich dachte wieder was Geiles, Warmes zu Abend. Was für Thunfischsalat? Hey, ich hab eben nochmal geschaut, was tue ich denn auf das Brot drauf? Den Tee? Nee, hä? Bevor ich jetzt gleich kreativ werde, ist die Person, die ich diese Woche grüße, die liebe Iliana. Danke, danke, Iliana, dass du mein letztes Video kommentiert hast und hier Abonnent auf meinem Kanal bist. Wenn ihr in meinem nächsten Video gegrüßt werden wollt, macht's einfach wie Iliana und kommentiert jetzt dieses Video, gebt einen Daumen nach oben und werdet Abonnent meines Kanals. Und schaut euch übrigens mal mein letztes Video an, weil das mit WhatsApp war einfach nur geil. Und da erfahrt ihr auch mehr über den Grund, warum ich hier im Gefängnis sitze. Und ich habe, glaube ich, noch nie Thunfischsalat gegessen. Weiß ich jetzt nicht. Riecht irgendwie nach Thunfisch. Achso, macht man das überhaupt aufs Brot? Ich hätte es jetzt gedacht. Wenn die mir jetzt nicht Wurst oder Käse anbieten. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr Wärter da draußen vor meiner Zelle. Meinen Tee habe ich übrigens auch. Heiß. Nee, also ich glaube, ich komme nur noch fürs Mittagessen. Frühstück und Abendessen können die sich sparen. Und ich hoffe übrigens, dass ihr auch noch ein weiteres Video auf meinem Kanal anschaut. Denn dieses Video ist jetzt auch schon leider vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr könnt diesem Video jetzt einen fetten Daumen nach oben geben und den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns nächste Woche. Hab ich ganz, ganz doll lieb. Euer Newell.